Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Purzelcake. Passend zu Halloween gibt es heute eine gruselige Hexenhaustorte. Und weil ich einige Anfragen hatte, ob man nicht mal eine Torte zeigen könnte, die nicht mit Fondant eingedeckt wird, sondern halt eine Motivtorte auch mal anders herzustellen, habe ich mich entschlossen, das Hexenhaus komplett mit Buttercreme zu machen. Mit Buttercreme die ganzen Elemente aufzuspritzen und noch ein paar Schokoelemente dazu zu geben. Wie genau, das seht ihr hier in dem Video. Und wenn ihr noch mehr Inspiration zu dem Thema Halloween haben möchtet, schaut einfach mal in meiner Playliste vorbei. Da sind noch einige andere Videos zu dem Thema Halloween drin. Lasst euch einfach inspirieren. Ich werde sie euch hier einfach in die Infokarte und unten in die Infobox verlinken. Schaut einfach mal vorbei. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erst einmal viel Spaß bei dem Video. Für unser Hexenhaus brauchen wir zwei eckige Schoko-Wunderkuchen. Da werde ich jetzt die Oberfläche etwas begradigen und abschneiden. Dann lässt sich das Ganze gleich auch viel besser tränken. Dazu nehme ich Orangensaft. Das gibt dem Ganzen auch nochmal eine leicht fruchtigere Note. Und das Ganze wird schön saftig nachher. Einstreichen werde ich das Ganze jetzt mit einer Buttercreme. Da kommt nur eine dünne Schicht Buttercreme dran, weil nachher ja drumherum noch genug Buttercreme dran kommt. Von daher, das dient hier eigentlich nur dazu, dass die Böden nachher zusammenkleben. Dann wird das Ganze zusammengeklappt und zurechtgeschnitten. Hier fülle ich die Ränder noch ein bisschen mit Buttercreme auf. Das mache ich aber auch nur oben und unten, weil an den Seiten werde ich nachher noch genug wegschneiden. Dann habe ich mir hier aus Papier einfach ein Haus vorgemalt und ausgeschnitten und verwende das jetzt als Schablone, um den Kuchen in Form zu bringen. Das Ganze wird jetzt hier einfach mit einem scharfen Messer zurechtgeschnitten. Auch hier braucht ihr den Abschnitt nicht wegschmeißen, denn hier kommt ja schon ein bisschen was zusammen. Aus dem Abschnitt könnt ihr super Cake Pops machen und sie dann am besten mit in den Kindergarten geben. Die Kleinen freuen sich nämlich immer, wenn sie was zu naschen bekommen. Sobald ihr die Grundform von eurem Kuchen erreicht habt, könnt ihr oben schräg noch was vom Dach wegnehmen, um eine Rundung reinzubekommen. Und dann sollte die Torte auf jeden Fall gute 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die Buttercreme fest werden kann und das Ganze etwas stabiler wird. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal um unsere Särge und Grabsteine kümmern. Dazu nehme ich einfach hier Milchschnitten und schneide mir die mit einem Messerchen zurecht. Mit etwas heller Buttercreme könnt ihr dann noch ein Kreuz oder einen Schriftzug auf eure Särge anbringen. Sobald euer Kuchen schön durchgekühlt ist und ihr etwas Schokolade geschmolzen habt, ich habe jetzt hier ganz normale Kuvertüre-Schokolade genommen, verteilt ihr die Schokolade mit einem Pinsel einfach gleichmäßig über dem Kuchen. Sobald diese nämlich fest geworden ist, gibt das Ganze dem Haus noch eine schöne Stabilität, sodass das Ganze uns nicht zusammenfällt. Zur Sicherheit werde ich allerdings trotzdem noch ein Stützrohr und ein paar Schaschlikspieße zur Stabilisierung in den Kuchen hineingeben. Wenig der Schokolade könnt ihr in einen Spritzbeutel mit einer dünnen Tülle abfüllen und auf Backpapier, Fenster, Schornstein, Fledermäuse, Spinnenweben aufspritzen und sobald sie fest geworden sind, könnt ihr sie ganz einfach an eure Torte anbringen. Sobald die Schokolade von eurem Kuchen fest geworden ist, dreht ihr ihn einfach einmal um und auch da könnt ihr am Dach von der Schräge etwas wegnehmen, sodass das auch eine schöne Rundung erhält. Und auch die Seite mit Schokolade bestreichen.
Sobald diese dann fest geworden ist, kann die Torte schon aufs Cakeboard gestellt werden und mit der Buttercreme verziert werden. Sobald die Schokolade auf der zweiten Seite von eurem Haus auch fest geworden ist, könnt ihr euer Haus auf euer Cakeboard stellen. Das habe ich mir hier schon vorbereitet, habe das Cakeboard in Frischhaltefolie eingewickelt und habe mit etwas Buttercreme die Tortenpappe festgeklebt und klebe jetzt das Haus ebenfalls mit Buttercreme auf die Tortenpappe fest. Da das Cakeboard nachher komplett mit Buttercreme bestrichen wird, ist es eine saubere Sache, wenn man nachher einfach die Frischhaltefolie abzieht und das Cakeboard ist noch sauber und man kann es für die nächste Torte wiederverwenden. Die Buttercreme habe ich mir hier jetzt in Portionen eingeteilt und dann mit Lebensmittelpastenfarbe in meiner gewünschten Farbe eingefärbt. Die Portionen müsst ihr dann in etwa abschätzen, kommt darauf an, wie groß euer Haus ist und welche Partien ihr in welcher Farbe wie viel haben wollt. Für das Fenster habe ich nur ein paar Esslöffel gebraucht und für das Dach habe ich eigentlich die meiste Buttercreme gebraucht. Dementsprechend müsst ihr euch eure Buttercreme dann einteilen. Ich habe jetzt hier für das Haus mir die Buttercreme lila eingefärbt und streiche jetzt einfach mit einem Gummischaber großzügig Buttercreme um das Haus drumherum. Und werde dann nachher mit einer Palette einfach nach oben ziehen, sodass das Ganze so ein bisschen wie frisch gestrichen aussieht. Und das Ganze dann nochmal in den Kühlschrank stellen, bis es etwas fest geworden ist. Die nächste Portion Buttercreme, das werden die Fenster. Die habe ich jetzt orange eingefärbt. Da habe ich einfach gelb und rot gemischt. Zwei Teile gelb, ein Teil rot und bekam ein richtig schönes leuchtendes Orange heraus. Und da habe ich wirklich nicht viel gebraucht, da so viele Fenster in dem Haus ja nicht dran sind. Und habe mir das einfach in einen Spritzbeutel gegeben, unten die Ecke etwas abgeschnitten und dann mir die Fenster auf mein lilanes Haus aufgespritzt. Als nächstes habe ich mir Buttercreme grau eingefärbt, da habe ich einfach schwarze Lebensmittelfarbe genommen und mir die Buttercreme damit eingefärbt. Was ihr hier in der Schüssel seht, hat natürlich nicht für das ganze Dach gereicht. Ich musste mir noch etwas mehr Buttercreme einfärben, da habe ich mich ein bisschen verschätzt, aber nicht so schlimm, ich hatte ja noch übrig. Das Ganze habe ich dann in einen Spritzbeutel gefüllt und habe das Ganze mit einer Blütenblatttülle versehen und damit habe ich mir dann so dachziegelartig die graue Buttercreme auf das Haus aufgespritzt. Da habe ich unten angefangen und mich nach oben durchgearbeitet, sodass die einzelnen, Linien übereinander liegen und sich das so ein bisschen überlappt, sodass man halt keine Lücken hat. Ja, ihr seht's ja, wie ich das in etwa meine. Kommt dann doch noch ein Fenster auf das Dach drauf, als Dachfenster. Und dann kommen auch schon die Schokoplättchen, die wir vorbereitet haben, unsere Schokofenster, und werden einfach auf die Buttercreme aufgelegt, leicht angedrückt, nicht zu fest, nicht, dass sie euch kaputt gehen. Ein bisschen vorsichtig sein, da die Sachen ja sehr dünn sind. Und passt auf, wenn ihr zu warme Finger habt, dann schmilzt euch das Ganze zu schnell weg. Also ganz schnell die Plättchen auf die Torte kleben. Und dann kommt die ganze Torte nochmal in den Kühlschrank, damit die Buttercreme schön fest werden kann. Die Torte habe ich jetzt über Nacht nochmal in den Kühlschrank gestellt, da es mir abends schon zu spät war. Ich habe abends jetzt nur noch
aus Schokolade so kleine Zäune aufgespritzt und wollte mir eigentlich auch noch so eine Hexe aufspritzen und die noch an die Torte dranbringen. Nur konnten meine Kinder da die Finger nicht davon lassen und die Hexe hat leider den nächsten Tag nicht überlebt. Deswegen ist sie leider nicht an meine Torte gekommen, aber ich habe mir da einfach ein Bild aus dem Internet ausgedruckt und das unter das Backpapier gelegt und mit der Schokolade nachgefahren. Falls ihr das Glück habt, dass eure Kinder die Finger von Schokolade lassen, dann könnt ihr euch gerne auch noch so eine Hexe aus Schokolade aufspritzen und die auch noch an eure Torte kleben. Bei mir sind es halt jetzt nur die Fledermäuse geworden und die Fenster und ein paar Zäune. Und am nächsten Tag habe ich dann weitergemacht, habe mir dann nochmal etwas kleine, eine halbe Portion Buttercreme angerührt und die grün eingefärbt. Und das ist dann halt meine Wiese vor dem Hexenhaus. Und habe dann einfach mit meiner Palette so ein bisschen drauf rumgetupft, sodass das Ganze so ein bisschen strukturierter aussah. Und habe dann ein paar Erhebungen noch mit reingegeben und dann meine Deko-Elemente einfach darauf verteilt. Jetzt habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen, wie ich die Spinnweben und die Knochen aus weißer Schokolade aufgespritzt habe. Die Spinnweben, die seht ihr in einem anderen Video schon, in meiner Schimmeltorte. Da habe ich das nämlich auch schon mit dunkler Schokolade gemacht. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen, damit ihr wisst, wie man diese aufspritzt. Und die Knochen, im Grunde ist das auch kein großes Hexenwerk. Wenn man da eine dünne Lochtülle hat, dann kriegt man das eigentlich recht schnell und einfach auf das Backpapier aufgebracht. Ich hoffe, mein kleines gruseliges Hexenhaus hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben. Und wenn ihr noch mehr Inspiration zu dem Thema Halloween haben möchtet, schaut einfach mal unten in der Infobox oder in der Infocard vorbei. Da werde ich euch eine Playliste verlinken mit den ganzen Videos, die ich zu dem Thema Halloween bereits gemacht habe. Da könnt ihr euch dann einfach inspirieren lassen. Ansonsten wünsche ich euch ein gruseliges Halloween und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Purzelcake. Tschüss!